Nationalpark werden. Also auf jeden Fall kommen 10 Kinder, weil wegen Corona und so. Also, ich kam gerade an, ich habe keine Ahnung, wo ich reingehen muss. Taxi-Mama hat mich hergebracht, weil ich mein Auto leider noch nicht habe. Und, oh mein Gott, wir haben jetzt 20 nach, um halb sollten wir uns alle treffen. Und dann geht's gleich los. Naja, nach meinem FÖJ-Tag bin ich nochmal ins Büro, weil ich ja mal irgendwann im Praktikum sowieso hier bin. Und meine FÖJ-Kollegin ist gestern oder vorgestern umgezogen? Vorgestern, ja. Am Samstag, heute an dem Montag. Und die macht uns einen kleinen Haul, weil sie ganz stolz. Was hast du gekauft? Kochlöffel? Oh ja, ah ja, die Kochlöffel. Wow! Tada! Haben wir dann noch Löffel geholt, ganz wichtig. Elling. Ah ja! Streuer. Streuer. Zuckerstreuer, oder wie heißt das? Ja. Ich fange schon mal an, meinen Blog zu schreiben. Zu schneiden. Und dann geht's nach Hause. Ich auch. Jetzt haben wir. Haben wir hier und dann ist also, wenn Leute illegal und findet immer Autoreifen, solche Sachen, man findet ja immer was. So ein Schnitt und so. Komm. Alles mal. Weil die Leute ist alles in den Wald. Ja. Ja. Sondermüll. Hier war okay, die Waschhalle von der Bundeswehr. Okay. Der Nationalpark ist eingeteilt in 6 Bezirke und hat jeder Bezirk hat so ein bisschen Werkzeug. Thank you.
Ja, geh durch. Was ist denn da jetzt durch? So, was ist unsere erste Amtshandlung? Klopapier. Wie nennt man das? Auffüllen? Anbringen. Ja, auffüllen. Und dann hiermit, dann müssen wir Kompost. Fertig sein. Ja. Was ist das? Was machen wir damit? Das ist Spender. Desinfektionsspender. Wir gehen mal oben an die. Wir gehen jetzt hoch zu der Trekking-Plattform. Hier oben. Herbstkopf. Schau mal hier, Allenbach runter. Katzenloch, wo die Gaststätte unten ist. Also das Sägewerk. Das ist hier eine Top-Karte. Heute ist Tag 3. Videoprojekttage. Ich stehe vor der Tür und mach gleich den Empfang. Wir haben gerade alles abgebaut. Das habe ich vielleicht schon eingeblendet. Auf jeden Fall kommen 10 Kinder, weil wegen Corona und so kleinere Gruppen. Und heute fangen wir an und zeigen denen, wie wir mit den Kameras umgehen. Und genau, wir machen so Thema Corona, Hände Desinfektion, ein cooles Video dazu oder ein kurzes, damit die mal so ein Gefühl für die Kameras kriegen. Und morgen filmen wir dann auch schon tatsächlich und am Freitag wird geschnitten. Und Samstag zeigen wir dann, glaube ich, auch die Videos. Aber so genau weiß ich es nicht. Das merken wir heute alles. Nochmal eine eigene Live-Person, sage ich jetzt mal, an der ihr euch so auch orientieren könnt. Nachdem ich am Dienstag so unvorbereitet war und mein Akku leer gegangen ist, habt ihr nur die Hälfte unserer Rundführung gesehen und ich kein Outro oder sowas gefilmt habe. Ich bin einfach nur noch fertig nach Hause und bin dann eingeschlafen gestern. Habt ihr nichts mehr mitgehört, aber mitgekriegt. Heute ist der zweite Tag unserer Videoprojekttage und ich habe mir schon ein Konzept ausgedacht, weil ich bin ja für die Social Media verantwortlich. Könnt ihr bei Nahe TV bestimmt gucken, das kommt dann nochmal in die Highlights rein. Ich muss das sowieso noch absegnen, aber ich glaube, das ist alles okay. Und wir haben einen besonderen Gast da. Ich klingel jetzt das Telefon. Was geht ab? Leute. Das ist mein FÖJler hier bei Nahe TV und der wird die Zeit mit mir verbringen. Ignoriert das Telefon. Also, bleibt safe, tragt immer die Maske, das ist wichtig. Genau, wir haben eigentlich immer die Maske an. Der dritte Tag ist jetzt auch geschafft. Die Kinder gehen heim.
Und morgen fahre ich mit der Stefanie in den Nationalpark. Und wir reden mit einem Ranger. Und ja, ich habe gerade die ganzen alten Videoprojekt-Tags-Videos gesehen und die sind echt cool geworden. Schade, Marmelade, dass wir das nicht so cool machen können, aber den Umständen entsprechend wird es wahrscheinlich trotzdem ein cooler Beitrag. Heute sind wir an Dranweiher mit den Schülern oder den Kindern, meine Gruppe zumindest. Und ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Hier mal nachher. Also bei den Videoprojekttagen habe ich 2014 angefangen. Wow. Oh Gott. Also 5, 6, 6. Ja, genau. Wow. Schon krass. Aber es macht immer wieder Spaß. Ja. Heute ist Tag 4 und die Videoprojekttage sind damit zu Ende. Heute werden wir wahrscheinlich einfach alles so zusammenschneiden und dann in einen gemeinsamen Nenner bringen. Das Intro ist, glaube ich, auch schon fast fertig. Ja, ich werde heute die Cindy Lou kennenlernen, was mich auf jeden Fall freut, weil sie war die allererste, auch die, die, glaube ich, das FÖJ mit der Kooperationsstelle zu Nahe TV überhaupt möglich gemacht hat. Und ja, ich glaube, heute wird noch ein schöner Tag, ein runder Abschluss. Da können wir halt wegen Corona nicht mit den Eltern grillen und danach nochmal alle zusammen diesen Film schauen. Aber so ist eigentlich auch schön mit den Kindern. So, ich kam jetzt auch gerade an und ich versuche immer ein bisschen vorher da zu sein, also zumindest bei den Videoprojekttagen, weil ich ja für die Social Media Arbeit zuständig bin und ich mache jetzt alles fertig, damit ich es gleich posten kann von gestern und von heute, weil irgendwie hatte ich so ein paar technische Probleme zu Hause mit dem WLAN. It be like that sometimes. Und ja, dann kann ich dabei noch frühstücken. Ich bin mit Nahe TV auf einer Live-Übertragung und ich wusste gerade gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. Es ist so ungewohnt, sich immer selbst zu filmen mit der Kamera. Aber ihr könnt es bestimmt schon im Hintergrund hören. Ich hoffe, man hört mich selbst. Und ja, gleich zeige ich euch noch ein paar Videos, wenn ich kann, von dem Aufbau. Ich bin nämlich heute in der Regie und wir haben 4 oder 5 Kameras aufgebaut, um das Konzert aufzunehmen.